Willkommen auf Daniels RC-Kanal. Heute gibt es noch mal ein kleines Unboxing. Ich habe euch ja schon erzählt, dass noch ein paar Teile von mir unterwegs sind. Zwei Pakete sind wieder angekommen. Da machen wir jetzt das Unboxing drüber. Starten wir mal mit dem großen Paket. Da sind die meisten Teile drin. Ich packe eben hier ein bisschen weg und dann geht's los. Gut, schauen wir mal rein. So, das wird wahrscheinlich die Rechnung sein. Richtig. Hier haben wir noch so einen kleinen Aufkleber. Bestellt habe ich bei Sequia. Sitzen in München. Die hatten halt viele Teile, die ich brauchte, halt vorrätig. So, haben wir hier natürlich immer diese Haribos. Gummibärchen, da wird sich mein Sohn drüber freuen. So, viele Teile. Ich hoffe, irgendwas fehlt da. Ich schaue mal kurz auf die Rechnung. Ah, okay. Also sind noch nicht alle Teile da, weil das wunderte mich gerade. Hier ist nämlich nur ein Paket von da. Und von den Teilen sind auch noch nicht alle da. Werden aber kostenfrei und schnellstmöglichst nachgeliefert. Okay, also hiervon sollten eigentlich zwei Pakete sein. Das sind die Kabelbinder, die Klettverschlüsse. Die habe ich mir neu bestellt, weil die hier immer hier oben am Kunststoff eingerissen sind. Und dadurch konnte ich die Lipos nicht mehr richtig befestigen. Ich habe es zwar mit Kabelbinder gemacht, aber jedes Mal aufschneiden oder sonstiges war mir zu doof. Und hiermit kriegt man auch schön die Kabel dann alle mit fest. Ja, wie gesagt, eins fehlt davon. Das habe ich mir bestellt. Dann haben wir hier für den Truggy CVD für die Mitte. Front sogar. Der ich mir auch neu bestellt, weil halt hier immer die Knochen, hier wo die Bolzen sind, die waren komplett abgenutzt. Und hat mir halt alles ausgeschlagen und deswegen habe ich mir die auch neu bestellt. Dann habe ich hier auch nochmal als Komplettset für hinten, Mitte für den Truggy bestellt. War auch ziemlich ausgeschlagen. Ja, dann habe ich mir für mein Buggy neuen Frontbumper geholt. Er war nicht kaputt, aber ziemlich abgenutzt und sah auch nicht mehr schön aus. Man kriegte die Schrauben hier nicht mehr so vernünftig durch. Deswegen habe ich gedacht, komm, das Ding, das kostet 3 Euro knapp oder was. Mitbestellt und fertig. Dann habe ich hier für die Dämpferaufnahmen. Da haben wir ja oben an der Dämpferschraube diese Kunststoff-Gleitlager. Die waren bei mir ziemlich abgenutzt. Deswegen habe ich mir die auch sofort nochmal mitbestellt. Lieber sofort austauschen, bevor es ganz Schrott geht. Dann habe ich noch meine Sorgenkinder. Und zwar habe ich mir für den LRP mal wieder neue Bodenplatten kaufen müssen. Sind wieder eingerissen. Aber ja gut, ich sag mal, da wo wir gefahren sind, ist definitiv nichts für diese Autos. Da haben wir es natürlich auch mit übertrieben. Gut, jetzt werden sie nochmal instand gesetzt, aber da wo wir gefahren sind, das ist dann doch ein bisschen zu extrem gewesen. Da werden wir nicht mehr so extrem fahren, da gibt es noch eine andere Ecke, wo man damit fahren kann, aber nicht mehr an der Stelle, wo wir jetzt gefahren sind. Deswegen die auch noch einmal neu. Ja, dann das Wichtigste hier auch nochmal, jede Menge sogar. Da ich ja zwei Autos habe davon. Diff-Ausgänge. Waren alle soweit abgenutzt, sind für die Mitte, für hinten und vorne und so weiter. Da fehlen aber auch noch welche. Ich habe mir ein paar mehr bestellt. Falls halt mal wieder was kaputt geht. Deswegen lieber ein bisschen mehr. Kann man immer gebrauchen. Und was ich mir bestellt habe,
neues Dämpferöl. Muss mal wieder neu auffüllen. Und die Sorten halt 40er, 35er und 30er, die fehlten mir halt. Die habe ich mir dann auch bestellt. Kosten 6,15 €. Die habe ich mir auch bestellt. Braucht man halt. Irgendwann muss man es auswechseln. Und bevor ich da irgendwas anderes reinpacke, was mir dann von der Fahreigenschaft gar nicht gefällt oder sonstiges, hole ich mir lieber das Passende. Ja, wie gesagt, das waren noch nicht alle Teile. Ein paar sind immer noch unterwegs. Es kommen auch noch ein paar Teile, die ich noch dringend brauche. Aber alles so nach und nach. So, ich packe mal eben hier weg und dann hole ich das kleine Paket. Gut, schauen wir mal ins letzte Päckchen rein. Nicht groß, auch nicht schwer. Ich habe mir Schutzfolie bestellt. Nein, Scherz. Ein kleines schwarzes Fläschchen. Und zwar Speed Liquid. Das ist ein Hochleistungskugellageröl. 30 Milliliter. Ich habe mir auch neue Kugellager geholt. Und bevor ich da irgendein Öl dran packe, was absolut sinnlos ist, kaufe ich mir lieber was Gescheites. Das bekommt ihr bei eBay für 6,90 €. Einfach mal eingeben, findet ihr sofort. Das macht echt Sinn, wenn ihr eure Kugellager wirklich gut pflegen tut. Wir haben hier oben auch so eine richtig schöne kleine Nadelspitze, hier sowas. Hier haben wir noch so einen Gummiverschluss. Und mit 30 Milliliter, da kommt ihr wirklich lange mit aus. Das ist wirklich schön dünnflüssig, das geht richtig gut in die Lager rein. Macht Sinn, wenn ihr euch das kauft. Eure Kugellager werden es euch danken. Bevor ihr da irgendeinen Scheiß dran packt, gebt lieber ein paar Euro aus und ihr habt was Gescheites. Gut, das war's mit Unboxing für heute. Ich gehe jetzt erstmal in den Keller, ein paar Teile einbauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Schaltet ein, schaut mir zu. Abonniert mich, gebt mir ein Like oder auch einen Kommentar. Würde mich drüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.